Wie singe ich das Halleluja? Denn Halleluja ist eins der häufigsten Songs, die so um die Winterzeit herum stattfinden. Heute möchte ich dir ein paar Denkanstöße geben und mit dir mal reingehen in die Phrasierung und Möglichkeiten, wie du eventuell diesen Song mal so ein bisschen interessanter machen könntest. Mein Name ist Tanja Levy und ich helfe dir, eine starke Stimme zu bekommen. Nicht nur auf der Bühne, auch im Alltag. Und ich freue mich, dass du meine liebe starke Stimme jetzt heute eingeschaltet hast. Ja, wenn du mehr über mich erfahren möchtest, wir haben hier Gesangsausbildungsprogramme. Du kannst dich zertifizieren lassen zur Sängerin, zum Vocal Coach. Du kannst den Künstleraufbau machen. Und ich durfte schon viele, viele Talente begleiten durch renommierte, bekannte Castingshows. Teilweise jedes Jahr bis zu 5 Sängerinnen in einer Castingshow. Und wir haben tolle Erfolge feiern können. Ich selber komme auch aus der Musikbranche und hatte einen Plattenvertrag bei Universal und habe dieses Jahr wieder einen. Und ich möchte dir zeigen, wie du auch durchstarten kannst als Sängerin. Ich habe jetzt mal eine ganz normale Karaoke-Version genommen. Und lass uns doch mal direkt schon mit dem Anfang starten. Denn am Anfang bleibt der Sänger meist wirklich wie festgenagelt am Boden stehen und macht im Endeffekt gar nichts. Das Intro eines Songs, gerade wenn es länger dauert, gibt dir folgende Möglichkeiten. Nummer 1, du könntest anfangen zu moderieren. Du könntest den Song ankündigen, du könntest vorher etwas anmoderieren. Das Anmoderieren hilft dir, eine emotionale Verbindung mit dem Publikum zu erschaffen. Ich mach mal vor. Heute singe ich das Halleluja. Dieser Song bedeutet mir sehr viel und den widme ich jetzt euch. Oder ihr könnt erzählen, in meiner schwersten Stunde hat mich dieser Song begleitet und immer wenn ich ihn höre, denke ich an die Kraft, die ich habe. I heard there was a secret code. Es klingt schon interessanter und du hast etwas über dich verraten, über dich erzählt und das schafft Vertrauen mit dem Publikum auf. Jetzt gehen wir aber in gesangliche Möglichkeiten rein. I heard there was. Man kann leichtes Humming machen, um einfach reinzukommen. Gerade wenn du das Gefühl hast, du brauchst den Ton, hilft oft sogar das Humming als kleine Eselsbrücke, um reinzukommen in den Ton. Also kleiner Tipp am Rande, du findest den Ton nicht, summ den doch vorweg. Du kannst das Ganze natürlich auch auf einem Vokal machen. I heard there was a... Auch das funktioniert und ist wirklich jedem überlassen, was er hier machen möchte. Wir gehen jetzt mal rein in den Song und oft wird er dann doch relativ steif abgesungen. Also so bitte nicht, ja? Das mache ich jetzt einmal vor. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? So, was habe ich jetzt hier gemacht? Und das ist wirklich ein häufiges Problem. Ich habe einfach steif die Töne angesungen. Erstens, mein Englisch war nicht gut. Ich war viel zu sehr im Rachenraum. Und ich habe den Ton einfach wirklich mit einem etwas abgesenkteren Gaumensegel abgesungen. Ziemlich staccato, fast Sprechgesang. Ich mache es noch einmal vor. I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. Hören wir hier rund um die Uhr, gerade bei Anfängern. Und das ist nicht der richtige Weg, weil das ist ein bisschen steif, ähnelt zu sehr dem Sprechgesang, Gaumensegel klingt unten und der ganze Ton ist einfach nicht so wirklich schön aufgegangen und resoniert nicht richtig. Es ist viel mehr gesprochen. Was ist also der richtige Weg? Gaumensegel hoch, schön ins Englisch gehen, schön in die Artikulation und auch in die Phrasierung. I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? So, was habe ich hier gemacht? Ich war nah an der Interpretation. Ich habe also jede Phrase versucht, anders zu interpretieren, nämlich wie es in dem Text auch steht. Mein Kehlkopf ein bisschen angehoben und ich habe an der einen Stelle auch mal ein Crescendo gemacht. But you don't really care for music, do you?
ist also eine Möglichkeit, soft den Ton anzusetzen und dann langsam lauter zu werden. Und ich hatte natürlich Vibrato. Wir gehen nochmal in die erste Strophe. I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. Das setze ich zum Beispiel soft an. David played and he pleased the Lord. Ich bin nicht hauchig die ganze Zeit, sondern ich habe immer noch einen kleinen Stimmverschluss und Stimmansatz. Ich bin aber hier nur softer. Wie würde das Ganze klingen, wenn ich das jetzt hauchig singen würde? Das machen wir mal. I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Das heißt, das ist Möglichkeit Nummer zwei. Ja, vielleicht entscheidet ihr, hey, das Hauchige gefällt mir und ich möchte das Ganze einfach mal hauchig durchsingen. Dann ist das auch eine gute Möglichkeit. Steht ihm nichts im Weg, solange du unterscheiden kannst zwischen klar ansetzen und hauchig. Denn hauchig ist eine Stilistik, die wir machen möchten. Wenn du aber Probleme mit Hauchigkeit hast, führt das zur Heiserkeit. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Like this in the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing Hallelujah. Da habe ich jetzt beschlossen als Sängerin, weil das Klavier jetzt natürlich ein bisschen mehr intensiver ansetzt und weil das auch Richtung Chorus geht, da möchte ich ein bisschen mehr Gas geben. Das ist dir überlassen, aber ich höre dabei ganz klar auf die Musik. Und was gibt mir die Musik? Und die Musik setzt hier mal ein bisschen kräftiger an. Und deswegen öffne ich den Mund und singe die Vokale groß aus. Halleluja. Und das mache ich schon in einer etwas größeren Intensität von 1 bis 3. Bin ich hier schon bei einer 2, vielleicht auch eventuell eine 3. Wichtig ist, ich mache den Mund auf und ich habe eine andere und ich betone hier die Vokale. Ja, wir gehen nochmal rein in diese Stelle. This the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing Hallelujah. Baffled. Und da bin ich sauber auf dem Ton drauf. Baffled king composing. Ich mache nicht compose. Ich drücke mich also nicht hoch. Mache composing Hallelujah. Da springe ich auf den Ton drauf. Bleib sauber. Gaumensegel hoch. Composing und öffne, nicht composing, composing ist zu eng. Composing, Halleluja. So dass es einen ganzen Fluss ergibt. Und dieser schöne Fluss, der ist deutlich besser als composing, Halleluja. Weil ich sonst absetzen würde. Absetzen, ansetzen, absetzen, ansetzen. Und das ist nicht der richtige Weg. Denn was wir wollen, ist wirklich, dass wir es schön abgerundet bekommen, sodass der Kiefer nicht zu hart arbeiten muss und die Zunge auch nicht zu hart arbeiten muss. Composing Hallelujah. Kehlkopf bleibt oben, der Mund ist offen und nur die Zunge adjustiert. Habt ihr so ein bisschen den Unterschied herausgehört? Hallelujah. Halleluja, war jetzt sehr freundlich, hoher Kehlkopf. Halleluja, Halleluja. Ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Da bin ich jetzt in die Kopfstimme gegangen und habe das zärtlich ausgesungen, weil wir haben ja noch 3 Minuten 50 vor uns. Aber der Song bietet super viele Möglichkeiten, auch andere Arten von Hallelujahs zu singen. Ich grätsch mal rein. Halleluja, oh Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das war jetzt relativ spontan improvisiert. Lass uns doch noch mal eine Improvisation mal machen und gucken, was dabei Gutes rauskommt. Halleluja.
Ja, da habe ich mich jetzt einfach anderen Stilistiken benutzt. Bin ein bisschen enger geblieben, habe mal ein bisschen andere Slides mit reingebracht, die das Ganze eventuell mal bluesiger gemacht haben oder vielleicht ein bisschen jazziger in dieser Richtung. Würde ich das jetzt so nehmen, das müsste ich mir jetzt mal überlegen, da müsste ich mich hinsetzen und den Song mal ein bisschen ausarbeiten und gucken, was könnte jetzt auch eigentlich passen und was gefällt mir. Aber was ich dir zeigen möchte, ist Möglichkeiten, die du hast, mit der Melodie zu spielen und eventuell auch mal was Neues, Frisches mit reinzubringen und die Community und die Zuhörer auch mal zu überraschen. Es muss ja nicht alles immer gleich und rigide abgesungen werden, sondern wir wollen die Freiheit haben, Dinge mal komplett anders zu machen. Und wie du das lernst du bei mir natürlich im Unterricht oder in der Gesangsausbildung, wenn du dich jetzt anmeldest. In 3 Monaten kannst du dich bei uns zertifizieren lassen und bekommst ein Zertifikat in der Hand. Und wir haben auch den Künstleraufbau mit mir persönlich. Und ich freue mich, dich in meinem Unterricht zu begleiten und dir beizubringen, wie man den Song so richtig geil aufs nächste Level bringen kann. So, starke Stimme, du bist nicht allein und wir sehen uns im nächsten Video und liebe Grüße und Moin aus Hamburg.